Yeah, jetzt erhältlich. Ganz viele neue Motive im Shop. Und für alle, die es noch nicht gewusst haben, es gibt jetzt das limitierte Weihnachtsmotiv. Nur bis zum Ende des Jahres. Darum schlag zu und jetzt viel Spaß mit dem Video. Abreißen, yay. Da sind ganz viele Meerschweinchen heute mal auf dem Boden. Und hallo und herzlich willkommen auf die Meeres, dem süßes Meerschweinchen-Kanal auf ganz YouTube. Das liegt ganz alleine an diesen beiden hier. Da ist die Lucy, da ist die Sarah. Mein Name ist der Chan. Und wir haben wieder ganz viele Pakete von euch bekommen. So richtig viele, viele. Und da haben wir gedacht, da müssen wir mal wieder ein neues Auspackvideo machen. Und wenn ihr uns noch mehr schicken wollt, dann blenden wir jetzt hier die Adresse ein. Und wenn ihr uns auf Conventions treffen wollt und dort auch noch Pakete uns geben, dann blenden wir hier jetzt unsere Convention-Liste ein. Wir haben das Fenster auf, es ist viel zu warm und in dem Sinne, lasst uns einfach anfangen. Und du holst einmal ganz viele Pakete zum Auspacken und ich angel jetzt einmal Meerschweinchen. Ihr dürft jetzt mal essen, ihr habt jetzt mal ganz viel Platz, ist das nicht cool? Poppy, gönn dir. Oder willst du das Paket? Das darfst du auch haben. Aber lass mich doch erstmal auspacken. Hallo, Crumble. Und mein Paket wird präsentiert von der Johanna W. aus Leipzig. Meins von der Christine J. aus Bockhorn. Meins von Luna J. aus Stolberg. Dann frohes Auspacken. Und Poppy hat auch endlich was zu essen gefunden. Simmel verrenkt sich halb. Guck es dir an. Ich will unbedingt das, was hinter mir liegt. Semmel, nimm doch einfach das, was vor dir liegt. Wir haben Mini-Marshmallows bekommen. Das ist cool. Und ganz viel Knabberzeug. Guck mal, Knabberstangen und Herzen und Bounties für uns. Katzenfutter und Puffmais. Ich habe einmal ganz viele Löwenzahnkräuter und einmal noch Rosenherzen. Ich habe ganz viele Kissen bekommen. Und das hier ist für Müll, da steht Hasenpfuschen drauf. Oh, kannst du ihnen direkt geben. Und das sind deren Meerschweinchen. Das ist eine Pizza, weil wir Pizza haben. Oh, und ich mag auch Pizza. Meerschweinchen weg. Zack. Wir haben ein wildes Onigiri gefangen. Wie interessiert das überhaupt nicht? Guckt euch das an. Alter! Oh mein Gott, das ist der zweitlängste Brief, den wir je gekriegt haben. Das ist der Wahnsinn. Poppy, guck mal, ich habe euch Essen mitgebracht. Guten Hunger und nicht drum streiten. Dann habe ich noch einen Blütenmix, etwas selbstgebasteltes mit I Love Meeres und ganz viele Süßigkeiten. Meins ist von Chris K. aus Rüdsheim. Meins von der Lea aus Bürstadt. Meins von Jan aus Standensühl. Oh, guck mal, ein Feuernapf. Und ein Katzenklo-Reiniger. Ach, guck mal, hier ist ganz viel für Muffin drin, sehe ich gerade. Müllbeutel, Mann! Müllbeutel! Nehmen wir eine Tragetasche und noch mehr für die Katz. Und ganz viel Knabberzeug für die Müffelstücke. Hier haben wir ein Menü-Mix und Löwenzahnkräuter. Und hier drin sind Müllbeutel und Massagegel. Na, erkennt ihr euch wieder? Ihr seid die da. Ich habe noch Gemüseringe und Center Shocks. Ich habe auch ganz viele Süßigkeiten. Hier habe ich einen sehr, sehr kleinen Nagellack. Oh, der Putin. Das ist für wenn du mal im Urlaub eine Hand machen willst, aber nicht eine beide. Hat jemand mal eine Lupe? Hier habe ich noch mehr Knabbersachen. Noch mehr Knabbersachen. Yay! Und Karton, um Meeres verschwinden zu lassen. Und ich habe hier noch Müffelstücke. Mein Film ist präsentiert von Paul F. aus Goldsow. Tim aus Hilden. Kevin H. aus Wilsdorf. Hier haben wir das Flöckchen und die Cookie. Heute versus früher. Früher, Chan, Chan, Chan. Was? Nix. Und heute, gib mir was zu essen. Nein, die schließen sich alle der Armee an, weil alle Meerschweinchen, die gezeigt werden, sind automatisch in der Armee. Einmal hier für uns und einmal Pocket Coffee für mich, für die harten Fahrten zu den Conventions. Und hier ist ganz viel Knabberzeug drin, also richtig viel. Ich habe hier einmal Knabberstangen. Ich habe hier Kräuterbälle und damit können die Meerschweinchen die WM rocken. Meer und Kräuter. Und Erfrischungsstäbchen, da stehst du total drauf. Ja, total. Ich habe hier noch Kräuter und Erbsenflocken und da sind nochmal Bilder von den Müffelstücken drauf. Die sind ja putzig. Ja, und Sarah sieht da schon etwas, denn es ist eine sehr große Packung an Süßigkeiten drin. Ich weiß, man dealt damit nicht, aber hey, wollt ihr ein bisschen Gras? Wir haben auch noch zwei riesengroße Pakete bekommen. Die sind von der Claudia M. aus Düsseldorf. Was haben wir denn da drin? Junge Dame, präsentieren Sie. Hoi. Ganz viel Katzenfutter, da hat Muffy noch erstmal wieder genug. Und eine Wippe. Wie cool ist das denn? Wir haben halt hier auch ein Häuschen. Hier haben wir noch eine zweite Wippe. Und, weil das ja noch nicht reicht, haben wir hier nochmal Heu. Was zum Knabbern?
mehr für die Katze, damit Muffin sich mega freuen. Und einmal Futter für unsere Müffelstücke. Und Streu. Was wird in dem anderen Paket drin sein? Wahnsinn, ihr seid so verrückt. Danke, Claudia. Danke an alle anderen auch. Ihr seid alle verrückt, ihr seid alle toll. Wir lieben euch. Hier ist noch mehr Streu. Das ganze Ding ist voller Streu. Sehe ich das richtig? Ist das alles Streu? Ja, das ist alles Streu. Guckt es euch an. Alles Streu. Ihr habt ja eine ungefähre Vorstellung davon durch die ganzen Saubermach-Videos, wie viel die davon verbrauchen. In dem Sinne, Dankeschön, das ist gut. Es war übrigens mega schwer hochzuschleppen. Mega schwer. Mein Feld präsentiert von der Marie G. aus Ueckermünde. Nico und Bea aus Bautzen. Lisa M. aus Kirchberg. Oh mein Gott, nachhin Geschenke, ganz viele. Und das hier sind Schoko und Cookie. Wir haben hier zwei riesen Gourmet-Snacks bekommen. Ui, dann sogar noch Knabbersticks. Dann einmal ein Gourmet-Futter für die Katze. Oh. Aha. Und Kräuter. Ich habe hier einmal einen Hamster namens Trixie und zwei Schildkröten namens Wildi und Shelly. Wildi? Ich habe alles ausgepackt und es war drin. Zweimal Nagellack für die beiden Müffelstücke da vorne. Einmal, damit man nicht mehr müffelt. Und Knabber- und Kräuterzeug. Und ich habe hier noch sogar ganz viel Trockenfutter. So, ich habe das hier mal ausgepackt vorsichtig und es ist ein kleines Porzellanschälchen. Oh, wie putzig ist das denn? Und es ist zum Glück auch nicht kaputt gegangen. Yay, guck mal, Porzellan. Hast du was aus Porzellan? Voll das coole Schild, ey. Ein kleiner Holzfuchs. Dann habe ich hier ein Stoffmeerschweinchen und Taschentücher. Guck mal hier, zieh es ein. Kannst du bei Müll mitfressen, der mag alle anderen auch. Da wir euch nun endlich auf der Leipziger Buchmesse auch mal in echt sehen durften, sind wir umso glücklicher, dass wir auch ein Poster mit Autogrammen bekommen haben und ein paar Erinnerungsfotos. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an euch, dass ihr euch für jeden Fan etwas Zeit genommen habt und diesen langen Weg auf euch genommen habt. Ihr wart unser persönliches Highlight. Wir müssen euch danken, weil ihr kommt ja schließlich auch zu den Conventions. Und solange ihr glücklich seid, sind wir auch glücklich. Oh, das war so schön Klischee-YouTube-mäßig. Oh. Ich habe hier zwei Gläser, einmal mit Erbsenflocken, einmal mit weiterem Knabberkram und eine Poppy, die abhaut. Und ein kleines Glasschälchen. Oh, das ist für Teelichter. Das haben wir schon eins von. Dankeschön. Und mein Paket wird präsentiert vom Kevin K. Meins ist von Jasmin H. aus Saalfeld. Und du hast Müffelstücke. Und hier ist noch ein Müffelstück. Yeah. Hier habe ich ein Kissen und noch mehr Taschentücher. Noch so einen süßen kleinen Nagellack. Und das hier ist ein Möhrennapf. Kräuter und Knabberstangen. Bei mir sind noch drin Drops, ganz, ganz viele Süßigkeiten und Glückskekse. Heute ist übrigens Freitag der 13. Das ist kein Joke, ja, als wir es aufnehmen. Mal gucken, was mein Glückskeks dazu sagt. Du wirst bald sterben. Haben doch mal doof geguckt jetzt. War ungelogen. Hier steht drauf, du wirst sehr bald schöne Reiseerlebnisse haben. Passt ja sehr gut. Wir fahren die Woche in Rom. Naja, also wenn das Video kommt, sind die schon gefahren. Und hier habe ich noch eine süße Karte mit Partymeerschweinchen. Wie geil ist das denn? Ich habe noch einen Euro und da sollte dieses neue Meerschweinchen darauf aufpassen. So, und von der Irina haben wir diesen schönen Kissenbezug bekommen. Und noch ein paar Toffees. Yay! Der Kissenbezug ist eigentlich für Stroh oder für anderes Füllmaterial gedacht. So, und während die Müffelstücke sich hier alle schon ausruhen und wieder einen rumgammeln und wir noch die letzten Bilder zeigen, die wir in der Fanpost bekommen haben. Vielen, vielen Dank übrigens. Von Melissa K. aus Leipzig. Bedanken wir uns noch einmal ganz herzlich, weil das ist wieder mega toll. Und jetzt gehen wir in den Aufräummodus und die Meerschweinchen gehen in den, ich weiß nicht, ob die irgendwo hingehen, die bleiben hier. Und in dem Sinne würde ich sagen, man hört und stört sich. Yay! Yeah. Mmh.